No-Gos. Ray ist als Ehrengast zu einer großen Parade in seine Heimatstadt eingeladen. Seine Geisterjägerfreunde verabschieden ihn auf dem Bahnhof. Beeilung, Leute, der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Platz! Das ist nur was für Erwachsene. Der Zug fährt an, wir sind zu spät. Noch nicht! Halten Sie den Zug an! Da liegt ein Hummer auf den Schienen. Was? Das klappt jedes Mal. Hey, Ray! Nicht so schnell! Warte, wir haben noch ein paar Sachen vergessen. Verschiedene Zeitungsausschnitte, ein paar Fotoalben. Und ein Film mit unserem Super-Peter in Action. Jetzt kannst du zu Hause wirklich Eindruck schinden. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Nur eine kleine Feierlichkeit, Jungs. Du bist zu bescheiden, Ray. Schließlich ernennen sie ja nicht jeden zum Zeremonienmeister der Flügelpuma-Parade. Außerdem findet sie nur alle 10 Jahre statt, zur Erinnerung daran, dass das Monster verschwunden ist. Das bedeutet, dass sie unseren Ray endlich mal hochleben lassen. Ja, ich muss zugeben, die Einladung war eine wirkliche Überraschung. Als ich wegging aus Morrisville, dachte keiner, dass aus mir mal was werden würde. Ja, aber wenn sie dich jetzt sehen, werden sie begeistert sein. Danke, Slimer. Genau das brauche ich. Meine Puppe, das ist ja furchtbar peinlich. Süß! Alles einsteigen! Also, macht's gut, Jungs. Aber nicht doch, Slimer. Morrisville ist doch nur 30 Meilen von hier. Und in 2 Tagen bin ich wieder zurück. Bis bald, Ray! Bis bald, macht's gut! Ray, Mama! Wiedersehen! Wiedersehen! Slimer, geh zurück zu den anderen! Oh! Bis bald, Ray! Am nächsten Tag in der Stadt Morrisville. Liebe Mitbürger, die heutige Party! Ich sagte, die heutige Party! Bitte Ruhe! Die heutige Party und die morgige Parade sind einem einzigen Mann gewidmet und wir werden seinen Namen nie vergessen. Roy Stantz! Ja! Elaine? Mein Gott, wie aufregend, Ray. Ich habe all deine Heldentaten in den Nachrichten verfolgt. Elaine, Elaine Furman. Das war deine große Jugendliebe, oder? Hallo, Ray, alter Junge. Erinnerst du dich? Alan Favish. Alle waren damals der Meinung, dass aus dir nie was werden würde, im Gegensatz zu mir. Jetzt habe ich ein kleines Schuhgeschäft und du bist ein großer Held. Ein Schuhgeschäft ist doch nicht schlecht, ey. Ja, reißende Absätze. Ey, erinnerst du dich noch an das alte Powell-Haus, das wir früher als Kinder immer so unheimlich fanden? Unsere Elaine hat das Ding geerbt. Ich kann es weder verkaufen noch vermieten. Die Leute meinen, es spukt dort. Du hast mir gerade mein Stichwort gegeben. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Vorführung. Also, fangen wir an! Sofort begibt sich Ray mit seiner Geisterjägerausrüstung zu Elaines Haus. Die Menschenmenge folgt ihm. Ist das auch bestimmt ungefährlich? Sorte 2, Mini-Ausgabe, gewöhnlicher Schreckspuk. Gehen Sie ruhig rein, es gibt keinen Grund zur Sorge! Ja! Der vermeintliche alte Freund Alan will Ray jedoch reinlegen. Was haben wir denn hier unter negativer Energie? Durch einen Zauberspruch, den er aus einem Buch hat, verwandelt er die kleinen Hausgeister, die positiv geladen sind, in 2 riesige Monster mit negativer Energie. Ich zähle bis 3 und dann kommt ihr da raus. 1, 2... Und da stürzen die Ungeheuer aus dem Haus. Sie zertrümmern alles, was ihnen unter die Finger kommt. Schnell zurück, Elaine. Moment mal, ihr denkt wohl, ihr könnt euch alles erlauben. Aber ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ray feuert seinen Protonenstrahler ab, aber ohne jeden Erfolg.
Oder auch nicht. Die Ungeheuer blasen ihn einfach weg. Ray landet 30 Meter weiter im Gebüsch. In den Augen der Leute hat Ray gründlich versagt. Sag mal, Jungchen, läuft das immer so ab? Schöner Held. Was für ein schreckliches Durcheinander. Ich vermute ein Versagen des Protonenverteilerventils, aber kein Problem, das habe ich in einer Stunde erledigt. Und was wird aus meiner Stadt hier? Die Geister sind bisher nie aus dem Haus gekommen, bis du sie rausgejagt hast. Wir haben unseren letzten Pfennig in die Ausstattung der Parade gesteckt. Wir haben kein Geld übrig für diese Reparaturen. Alan nutzt die Lage natürlich aus. Entschuldigen Sie, Bürgermeister, aber ich übernehme die Kosten für die Reparaturen gerne im Interesse der Stadt. Du bist der wahre Held, Earl. Ich würde sagen, unsere Parade hat einen neuen Zeremonienmeister. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute sein muss. Na, schöner Held. Völlig niedergeschlagen kehrt Ray nach Hause zurück. Was denn, du großer Held? Schon wieder zurück? Ja, ich glaube, ich gehe ins Bett. Mit Ray stimmt was nicht. Das wissen wir schon seit der Schulzeit. Deine PKE-Messungen sind völlig normal, Ray. Mein Protonenstrahler funktioniert einwandfrei. Ich verstehe das nicht. Mach dir doch keine Gedanken darüber, Ray. Jeder von uns hat hin und wieder einen schlechten Tag. Sicher. Also gut, dann hast du dich eben zum totalen Trottel in deine Heimatstadt gemacht. Was soll's? Danke, Peter. Du kannst Leute aufbauen. Nein, Peter hat recht. Ich sollte die Sache vergessen. Ich meine, es wäre doch wirklich Blödsinn, zurückzugehen, nur weil ich mir irgendwas beweisen will. Ich wette in Fünfer, dass er es tut. Die Wette gilt. Tja, Peter gewinnt die Wette. Als die Geisterjäger merken, dass Ray fort ist, beschließen sie, ihm zu folgen. Aufstehen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Weck mich, wenn du sicher bist. Ray ist zurückgegangen. Er will dem Spuk ein Ende bereiten. Winston, du schuldest mir 5 Mäuse. Fahr du, Winston. Ich muss erst mal zu mir kommen. Inzwischen ist Ray wieder bei Elaine angekommen. Diesmal wirst du es bestimmt schaffen, Ray. Jetzt reicht's mir aber. Ich bin es einfach nicht gewöhnt zu verlieren. Und wieder hat Ray mit seinem Protonenstrahler keinen Erfolg. Das negative Feld schützt die Monster. Hilflos ist Ray ihnen ausgeliefert. So funktioniert dieser blöde Strahler nicht. Ach, null Ahnung. Woher soll ich das wissen? Da sind unsere Geisterjäger aber auch schon da. Elaine erklärt ihnen die Lage. Er ist im Haus. Schnell! Sofort eilen sie Ray zur Hilfe. Nein, die Wahl. 1, 2, 3, wer hat den Ball? Hoch oben in einem Bilderrahmen hängt der arme Ray. Man könnte sagen, Ray ist im Bilde. Inzwischen verwandelt Alan durch seinen Zauberspruch die negative Ladung wieder zurück. Els Bay, Eton Bay. Die Monster werden wieder zu 2 kleinen Kobolden mit positiver Ladung. Warte, Ray, hier kommt deine Verteidigung. Ray, ist alles in Ordnung? Es hält sich im Rahmen. Vorsicht, Jungs, die sind riesig. Keine Angst, mit denen werden wir fertig. Aber die sind doch ganz klein, was soll das? Das ist sinnlos, mit den Protonenstrahlern kriegt ihr die nicht. Das wollen wir doch mal sehen. Die Geisterjäger feuern los und im Nu verschwinden die Kobolde in der Geisterfalle. Ray zweifelt nun endgültig an sich selbst. Also, Egan, 2, die wir nie wiedersehen werden. Besser gesagt, 3. Wovon redest du denn da? Die Ausrüstung ist nicht defekt, sondern ich bin's. Was meint ihr? Kann unser Freund seine Fehler eingestehen? Ich will euch nicht unnötig in Gefahr bringen. Deshalb höre ich auf. Das darf doch nicht wahr sein. Ray, du kannst nicht aufhören. Du verlierst deinen Rentenanspruch. Da ist auch Alan aus dem Schuhladen zur Stelle. Was habe ich da gerade gehört, Ray? Also, wenn es dir wirklich ernst ist, kannst du einen Job in meinem Laden haben. Oh. Ray nimmt das Angebot an. In ein albernes Hasenkostüm gezwängt, beginnt er mit der Arbeit. Vergiss, wer du warst, als du in den Laden gekommen bist. Von diesem Moment an bist du Hoppel, das Schuhhäschen.
Hätten die Ohren nicht auch gereicht? Also rosa ist nicht deine Farbe, Ray. Vergiss nicht abzuschließen, Stans. Ich sehe mir die Parade an. Der hat wohl Schnürsenkel verschluckt. Können wir irgendetwas für dich tun, Ray? Wie wär's mit einer Moorrübe? Hier, nehmt das mit. Ray will seine Ausrüstung zurückgeben. Kommt überhaupt nicht in Frage, das bleibt hier. In dem Hasenkostüm steckt schließlich immer noch ein echter Geisterjäger. Wir vergeuden Zeit, kommt schon. Bis bald. Das war mal wieder ungeheuer taktvoll von dir, Egan. Du hast nicht mal versucht, mit Ray darüber zu reden. Reden hilft da im Moment auch nicht viel. Ich habe einen Plan ausgetüftelt. Aber nicht wieder Starkstrom, Egan. Ich habe noch einen anderen Plan. Und das ist der Plan. Slimer zwängt sich in eine Matratze und spielt sozusagen einen Matratzengeist. Er soll sich einfangen lassen. Dadurch soll Ray sein Selbstvertrauen wiederbekommen. Hoppel empfiehlt dieses bequeme Paar. Du siehst ganz schön bescheuert aus in dem Anzug, weißt du das? Kopf hoch, Jungs! Hoppel, der Geisterjäger naht zur Rettung. Jetzt bist du dran, du durchlauste Matratze. Da biegt ein Eiswagen um die Ecke. Slimer kann der Schleckerei nicht widerstehen und springt aus der Matratze heraus. Oh, wie lecker! Damit ist der Plan gründlich misslungen. Slimer! Ab sofort hast du Stubenarrest, Slimer. Also ab nach Haus. Originelle Aufmachung, das muss man ihm lassen. Der Versuch war wirklich lieb gemeint, Jungs, aber es hat keinen Sinn. Schuhe sind meine Zukunft. Der Plan war gut, aber was wir brauchen, ist sowas wie den Flügelpuma. Der Mann weiß, was er will. Aber wir werden es ihm schon ausreden. Wieder im Schuhgeschäft. Elaine kommt herein, um Ray zu trösten. Hallo, Schuhhäschen. Was machst du denn hier? Du wirst die Parade versäumen. Ohne dich ist die Parade uninteressant. Egal, was passiert ist, Ray, ich weiß, es war nicht dein Fehler. Du hast dich bemüht und das macht dich zu einem wahren Helden. Da entdecken die beiden auf dem Schuhkarton das Zauberbuch. Oh. Guck mal, ein Buch mit Zaubersprüchen. Wie man Schuhe zaubert? Nein, wie man Geister mit negativer Energie umgibt. Kein Wunder, dass mein Protonenstrahler versagt hat. Er reagiert nur auf positive Energie. Favish, dieser hinterlistige Schuhanzieher. Er hat keine Ahnung, was er da tut. Es könnte Schlimmes passieren. Was Schlimmeres als dein Hasenanzug? Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Komm schon. Die Parade ist inzwischen in vollem Gange. Ein großer Ballon, der wie Ray aussieht, ist auch dabei. Wenigstens ist Rays Ballon noch dabei. Wenn auch nur als Schlusslicht der Parade. Und in einem Festwagen, einem großen Schuh gleich, thront Ellen. Ja, hier ist der neue Held der Stadt. Der König der Absätze. Sieht sehr schlecht aus. Ich bitte dich, der kann doch nichts dafür, dass er so aussieht. Das ist kein Witz, Venkman. Da ist ein massiver Aufbau negativer Energie. Es braut sich irgendetwas unter der Erde zusammen. Bist du sicher? Und da, die Erde bebt. Eine große Spalte tut sich auf. Und da ist er, der Flügelpuma. Er ist riesig wie ein Hochhaus, eine teuflische Raubkatze mit Drachenflügeln. Er tobt durch die Straßen und stampft als erstes Ellens Laden in Grund und Boden. Entsetzt flüchten die Menschen. Unsere Geisterjäger feuern die Protonenstrahler ab, aber ohne Erfolg. Der Flügelpuma wütet weiter. Danke für die frühe Warnung. Ray will seinen Strahler auf negative Energie umstellen. Es müsste doch möglich sein, die Pole zu vertauschen. Es hat geklappt. Hoffe ich jedenfalls. Ray feuert los und es klappt. Der Flügelpuma zuckt entsetzt zurück und fliegt davon.
1:0 für Stans. Dafür spendiere ich dir eine extra große Pizza. Denk dran, noch ist die Schlacht nicht gewonnen. Wir müssen ihm hinterher. Ich höre so schlecht. Ray hat recht. Dieser Puma wird alles zerstören, was ihm in die Quere kommt. Ja, uns eingeschlossen. Kurzerhand koppeln unsere Freunde den Schuhwagen mit dem Ballon zusammen und nehmen die Verfolgung auf. Ich würde sagen, der Schuhhäschenjob war ungefährlicher als das hier. Hast du schon mal daran gedacht, als Osterhase zu arbeiten, Ray? Hast du die Pole an den Protonstrahlern umgetauscht? Längst erledigt, Igel. Ja. Große Katze von links! Macht eure Sache richtig, Jungs! Oder wir enden als Katzenfutter! Die Protonenstrahler feuern los. Der Flügelpuma geht zum Gegenangriff über. Er bläst das Ballonfahrzeug mit einem mächtigen Strahl vor sich her. So hatte ich mir mein Ende auch nicht vorgestellt. Eine fliegende Katze aus einem Schuh zu bekämpfen. Er verfolgt uns. Genau nach Plan. Du hast das geplant? Feuer! Igen wirft die Geisterfalle aus. Und diesmal wird der Flügelpuma voll von den Strahlen erfasst. Und mit Getöse verschwindet er in der Falle. Durch den ungeheuren Sog werden unsere Geisterjäger in einem Baum geschleudert. Aber zum Glück wird niemand verletzt. Der Kampf ist gewonnen. Guter Plan, Ray. Du behältst den Puma, Ray. Und wenn du noch mal daran denkst, aufzuhören, verfüttern wir dich an ihn. Und da ist auch schon Elaine zur Stelle und mit ihr der Bürgermeister. Favish war so eifersüchtig auf dich, dass er sogar Zaubersprüche benutzte, Ray. Er wollte dich nur mies machen vor den anderen. Ray! Ray! Ray, mein Junge! Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die Parade wird natürlich wiederholt. Mit dem richtigen Zeremonienmeister. Ich nehme die Entschuldigung. Ja. Der Festwagen steht genau hinter dir, Ray. Ray traut seinen Augen nicht. Der Flügelpuma. Zurücktreten, ich mach das schon. Aber als sich der Rauch verzieht, steht da nur noch ein Metallgerüst. Oh nein! Es war nur ein Paradewagen in Gestalt des Monsters. Ein bisschen voreilig, Ray. Tja, auch Geisterjäger können sich irren. Haben unsere Geisterjäger einen Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Also das war wirklich einfach. Ich habe gleich gesagt, dass es leicht sein wird. Was freue ich mich darauf, nach Hause zu kommen. Ich bin total erschöpft. Na, ich brauche dringend ein bisschen Ruhe. Aber Slimer hat ein heilloses Durcheinander angerichtet. Ein bisschen Ruhe, von wegen. Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten. Ihr Jungs braucht eigentlich keine Sekretärin, sondern einen Babysitter. Am besten gleich mehrere. Los, Slimer. Peter, warte! Ich will ihn endlich platzen lassen. Ich habe mich lange genug über ihn geärgert. Noch nicht. Wir haben verschiedene Tests, die wir noch mit ihm durchführen wollen. Und er ist der einzige Geist, der sich das gefallen lässt. Es geschieht im Interesse der Wissenschaft. Und außerdem bringe ich ihn gerade bei zu apportieren. Der Wissenschaft, wie wunderbar. Na komm, lass uns erstmal unsere Beute verstauen. Also Winston, du bist dran. Ich? Nein, du.
Ich habe dafür am Dienstag für dich abgewaschen. Erinnerst du dich? Wir haben getauscht. Ist schon gut. Ich mach das. Funktioniert jedes Mal. Ich weiß überhaupt nicht, wovor ihr eigentlich Angst habt. So, jetzt sind sie sicher im Verbannungscontainer aufgehoben und werden in der nächsten Zeit niemanden mehr belästigen. Dann können wir ja jetzt endlich schlafen gehen. Zur gleichen Zeit in einem U-Bahn-Schacht. Bauarbeiter haben ein seltsames Erlebnis. Hey Chef, gucken Sie sich das mal an! Was ist denn das? Keine Ahnung. Seht doch mal, diese komischen Zeichen. Was soll das wohl heißen? Eine Tür fängt auf einmal an zu sprechen. Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. Hey, woher weißt du das? Kannst du das lesen? Wer? Ich? Ich hab doch gar nichts gesagt. Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. Vielleicht sollten wir lieber tun, was er sagt. Bist du wahnsinnig? Wir müssen unseren U-Bahn-Schacht weitergraben. Wir werden doch nicht mit der Arbeit aufhören, nur weil so eine dumme Tür es verlangt, okay? Fahrt mit der Bohrmaschine ran. Weitermachen! Aber dazu kommt es nicht. Die sprechende Tür verwandelt sich in ein teuflisches Ungeheuer. Zischende Dampfwolken stößt es aus. Die Männer suchen ihr Heil in der Flucht. Gleißende Feuerschlangen verfolgen sie. Mit Mühe und Not erreichen die Arbeiter einen U-Bahn-Zug. Augenblick, warten Sie auf uns. Geschafft, da haben wir noch mal Glück gehabt. Von wegen Glück gehabt. Die feurigen Schlangen holen den Zug ein und verwandeln ihn in ein grässliches Raupenmonster. In Panik flüchten die Menschen zu den Ausgängen. Die Geister haben das gesamte U-Bahn-Netz erobert. In der Zentrale der Geisterjäger geht die Katastrophenmeldung ein. Das U-Bahn-System völlig durcheinander? Das ist doch überhaupt nichts Neues. Ja, schon gut. Wir werden uns darum kümmern. Okay, neuer Auftrag. Und wieder geht der Schönheitsschlaf flöten. Das ist doch eine Verschwörung. Ich ahne sowas. Unsere Freunde betreten das U-Bahn-System. Ich habe mit dem zuständigen Beamten gesprochen. Er meint, was auch immer vor sich geht, es breitet sich über das ganze U-Bahn-Netz aus. Wenn nicht bald etwas unternommen wird, gerät die ganze Stadt in Panik. Gemütlich. Sieht ja fast so aus wie dein Zimmer, Ray. Man könnte fast glauben, dass hier gerade ein Horrorfilm gedreht wird. Ganz schön gruselig. Das ist ja wirklich aufregend. Schön, wenn jemand Spaß bei der Arbeit hat. Das ist ein Zug. Das würde ich auch sagen. Es fahren keine Züge mehr. Mann, wir sind in New York. Hier ist immer was los. Aussteigen. Endstation. Wir sind ungefähr eine Meile vom Störfaktor entfernt. Mit dem PKE-Gerät empfange ich Poltergeist-Signale. Diese Signale sind äußerst destruktiv. Da entdeckt Winston eine Steinplatte mit seltsamen Zeichen. Was soll denn das sein? Das gehört doch bestimmt nicht hierher. Was ist denn, Winston? Was hast du gefunden? Ich weiß auch nicht. Aber es sieht wichtig aus. Seht es euch doch mal an. Wer weiß, was das ist? Es war sicher jahrelang vergraben. Kannst du es vielleicht entziffern? Es ist sumerisch. Sprichst du denn sumerisch? Das kann ich im Schlaf, unter Wasser und mit verbundenen Augen. Natürlich spreche ich sumerisch. Also, dieser Zeichenschrift nach ist am Ende dieses Tunnels eine Tür und durch die gelangt man direkt in die Unterwelt. Die Tür war tief in der Erde verborgen und sollte nicht vor dem Tag des Untergangs geöffnet werden. Dem Ende der Welt. Aber irgendjemand hat sie zu früh geöffnet. Es ist, als hätte jemand einen Damm zerstört und das Unheil fließt unentwegt heraus. Ja, und? Peter, du hast doch sicher schon mal gebrauchte Socken in deinem Schrank liegen lassen und nach einer Weile roch der ganze Schrank nach deinen alten Socken. Kann sein. Siehst du, genauso ist es hier. Wenn wir uns nicht beeilen und das Unheil aufhalten, wird bald die ganze Welt wie deine alten Socken riechen. Es gibt dann nur noch ewige Dunkelheit und Geister würden unsere Erde beherrschen. Ich könnte nicht mehr in der Sonne liegen? Die gibt's dann nicht mehr. Wir müssen diese Tür finden und sie wieder verschließen. Selbst wenn wir dabei unser Leben aufs Spiel setzen sollten. Schon gut, schon gut. Aber wenn ich das wirklich nicht überlebe,
werde ich ganz schön sauer sein. Auf der Suche nach der Tür gelangen die Geisterjäger in eine unheimliche Gegend. Tintenblaue Schwaden wallen durch die Schächte. Also nochmal im Klartext. Wenn wir nichts unternehmen, dann wird bald unsere ganze Welt so aussehen, ja? Nach dem Tag des Untergangs, dem Ende der Welt, sollte das unsere bisherige Umgebung ersetzen. Aber aus irgendeinem Grunde ist es schon jetzt passiert und breitet sich überall aus. Hört ihr? Da kommt jemand! Hierher, schnell! Ein Schiff zieht vorbei, voll besetzt mit grässlichen Gespenstern. Ah, seit 500 Jahren haben wir nichts anderes gesehen als Erde. Rudert nicht so schnell, wir haben noch unendlich viel Zeit. Hast du eben das Gleiche gesehen wie ich? Nein. Ich auch nicht. Bloß weg. Boah, Jungs, mir fällt gerade was ein. Wir verpassen die Nachrichten. Die werden uns doch heute sicher erwähnen, oder? Nein, ich glaube, die haben Wichtigeres zu tun, als über uns zu reden. Aber da irrt sich Winston. Die Frage, die heute Abend jeden beschäftigt, ist, wo sind die Geisterjäger? Wie mir berichtet wurde, haben die Geisterjäger vor 2 Stunden diesen U-Bahn-Schacht betreten und sind seitdem nicht mehr gesehen worden. Inzwischen haben die Geister auch sämtliche U-Bahn-Züge in scheußliche, feuerspeiende Monster verwandelt. Mit Hilfe des PKE-Messgeräts kommen unsere Geisterjäger ihrem Ziel immer näher. Gleich sind wir bei der Tür angekommen. Seht ihr? Da müssen wir durch, Jungs. Und wenn wir erstmal drin sind, sollte es uns möglich sein, die Tür zu sehen. Und sie zu schließen. Also ich weiß nicht. Irgendwie gefällt es mir hier nicht. Mir auch nicht. Ich habe einen besseren Vorschlag. Wir drehen jetzt ganz schnell um und rennen dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Mit sturem Blick nach vorn. Das geht nicht. Wir können jetzt nicht umkehren. Ich wünschte nur, ich wüsste, was uns in dem Tunnel erwartet. Da, ein knorriger Baum fängt plötzlich an zu sprechen. Es ist das Land der verlorenen Seelen. Alle neuen Geister müssen hier durch. Aber wir sind doch noch nicht tot. Niemand ist vollkommen. Oh, und außerdem, noch keiner ist bisher wieder lebendig aus diesem Tunnel herausgekommen. Was habe ich gesagt? Ich wusste doch, dass es mir nicht gefallen würde. Kommt mit. Na dann viel Spaß. Ich frage mich, warum Sie das Land der verlorenen Seelen nennen. Ja, ich habe mich auch schon gewundert. Das sind doch alles Geister. Nun, vielleicht schicken Sie hier die furchtbarsten Kreaturen hin. Die keiner mehr sehen will. Egan, warum musst du uns ausgerechnet in diesem Moment sowas erzählen? Die Geisterjäger rennen los. Sie wollen den schrecklichen Tunnel so schnell wie möglich hinter sich bringen. Oh, oh Mann, bin ich fertig. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie lang dieser Tunnel sein könnte? Keine Ahnung. Also wirklich, so langsam habe ich die Nase gestrichen voll. Wir sind hier, um die Welt zu retten. Und es wird Zeit, diese Witzbolde spüren zu lassen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann ist es geschafft. Die Geisterjäger haben die Tür erreicht. Die glüht wie Höllenfeuer. Feuerschlangen zucken unseren Freunden entgegen. Unglaublich starke Energieströme kommen aus dem Zentrum. Sind wir da? Dann wollen wir mal anfangen. Ah, haltet euch fest. Ich habe das Gefühl, wir sind mitten in einem Wirbelsturm. Ich bin ja nur froh, dass wir da nicht reingehen müssen. Ray, ich befürchte, dass wir genau das tun müssen. Was? Schließlich müssen wir versuchen, alles zurückzuholen, was entkommen ist. Nur so wird es möglich sein, die Tür wieder zu schließen. Unsere Protonenkonserven haben dafür nicht genügend Kraft. Aber da drinnen ist doch reichlich Energie. Mehr als genug. Ganz genau. Aber wir müssen exakt die Mitte der Energiequelle treffen und dann hoffen, dass es reicht, um damit unsere Ausrüstung aufzuladen. Es wird höchste Zeit. Die ausströmenden Strahlen werden immer stärker. Und bald schaffen wir es nicht mehr, die Tür zu schließen. Dann ist jede Hoffnung verloren. Hey, wartet mal. Wenn wir da drin sind, während die Tür zugeht, dann sind wir gefangen, ja. Für immer und ewig. Ohne Ausweg. Aber ich habe gerade eine Jahreskarte für meinen Fußballverein bekommen. Das wäre doch sehr schade, wenn die einfach so verfallen würde. Egan, du Komiker, ich wette, du weißt das schon die ganze Zeit und hast uns nur nichts davon gesagt. Habe ich recht? Da
Das ist unsere einzige Chance, aber wenn ich euch davon erzählt hätte, hättet ihr bestimmt nicht mehr mitmachen wollen. Wie kannst du nur so etwas von uns denken, Egan? Du hast zwar recht, aber es ist trotzdem nicht nett von dir, sowas zu denken. Wenn wir uns schon verabschieden müssen, dann wenigstens als Helden. Wir müssen doch an unser Image denken. Jeder auf seinen Platz. Es geht los. Alles oder nichts. Ladet eure Nuklearbeschleuniger. Los. Haltet eure Strahler bereit. Fertig zum Abschuss. Feuer. Jetzt. Mit konzentriertem Feuer gehen die Geisterjäger gegen die teuflische Energiequelle vor. Mächtige Strahlungen gehen von ihr aus. Bleibt dran! Und da, jetzt werden sie sichtbar. Die scheußlichen Geister, die das U-Bahn-System in ihre Gewalt gebracht haben. Okay, noch eine Sekunde. Und aktiviert den Fangmechanismus. Saft sie rein! Saft! Die Geisterfalle öffnet sich. Verzweifelt wehren sich die Ungeheuer. Aber umsonst. Ein Monster nach dem anderen wird von der Geisterfalle aufgesogen. Eine Strömung reißt die Geisterjäger mit ungeheurer Gewalt auf die Tür zu. Das gigantische Energiefeld ist noch nicht besiegt. Es gibt nur eine Chance! Feuer! Volle Kraft voraus! Gleich rückt uns das zurück! Los, schnell! Mach schnell! Die Tür schließt sich! Es ist vorbei. Die schreckliche Tür zur Unterwelt der Geister hat sich für immer geschlossen. Das war großartig. Wirklich toll. Können wir das nochmal machen? Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. War ja auch nur so eine Idee. Unsere vier Freunde kehren zurück in die Einsatzzentrale. Ach, bin ich froh, zu Hause zu sein. Ich glaube, ich schlafe erst mal eine Woche. Schlaf du nur. Ich werde in der Zeit in Ruhe den Kühlschrank leer essen. Aber da ist nichts mehr zu plündern. Slimer hat gründliche Arbeit geleistet. Was? Hm? Hallo? Slimer! Ja, diesmal ist er aber dran, Peter. Lasst mich los! Ja. Also wirklich! Lass den armen kleinen Kerl doch in Ruhe, Peter. Ja, nur weil du überarbeitet bist, brauchst du das doch nicht an Slimer auszulassen. Das ist mir völlig egal. Ich mag ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gemocht. Vielleicht ist das genau das Problem. Ich glaube, er frisst nur, weil er nicht genügend Anerkennung findet. Denk daran. Er ist ein Geist, der mit Leuten zusammenlebt, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als Geister zu jagen. Wie würde dir das gefallen? Lange kann Peter dem kleinen Slimer jedoch nicht böse sein. Als alle anderen schlafen, bringt er ihm eine Riesenschachtel Kekse. Und wehe, es erfährt irgendjemand, dass du die von mir bekommen hast. Gute Nacht, Slimer. Ende gut, alles gut.